Hallo zu einem neuen Werbung vs. Realität, diesmal Party Edition und mit einem Special Guest, und zwar der lieben Kathi. Hallo! Heute wieder mit Klamotten von H&M und jetzt geht's los. Was sagst du zur Werbung? Also ich finde das Ganze sehr, sehr cool, sehr schick. Ich persönlich trage so Lederhosen nicht, aber ich finde, bei dir sah das ziemlich cool aus. Die Schleife sieht bei der Werbung irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber ihr seht nicht viel besser aus. Ja, ich finde, ich sehe aus wie ein trauriges Geschenk. Ja, das stimmt. Aber wer trägt denn sowas? Also sowas trägt doch niemand. Ich finde, sie sieht sogar fast ein bisschen billig aus, muss ich sagen. Weil das ist so viel Glitzer und dann auch Lederhosen. Ich würde nicht sagen, dass du billig aussahst. Ich finde auch, dass es nicht so hochwertig aussieht. Aber die Hose fand ich ganz geil. Also es ist schon sexy. War die bequem? So ein bisschen so. Ja, die war echt bequem. Würdest du so Party machen gehen? Ich weiß nicht. Ein bisschen konservativ vielleicht. Also wenn ich die Werbung sehe, dann frage ich mich immer, würde ich das Produkt kaufen wollen? Also würde ich das Outfit anprobieren wollen? Das geht mir in dem Fall nicht so. Nee, also kauf, also das, nee. Ich sehe es und denke mir, okay, süß, ein Foto, aber muss nicht sein. Ist doch ganz gut gemacht. Sieht auch gar nicht zu billig aus, ist sehr festlich. Für diese Werbung geben wir 3 Werbepunkte. Also die Hose, die ist nicht echtes Leder, ne? Ja, das wäre auch, ja. Das wäre fatal. So. Aber interessant, dass du sagst, dass die bequem ist. Wow, es nicht die ist so tatsächlich. Die Hose finde ich ziemlich nice und ich finde das top. Ja, sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Top, Schal. Ich mag keinen Samt. Gar nicht der Samt-Fan. Aber ist das nicht irgendwie auch immer wieder in? Leider, ja. Kennst du diese komischen Samtkleider, die man mit einem Rollkragenpulli trägt? Hast du diesen Trend mal gesehen? Nee. Danke. Ja, okay, dann würde ich sagen, das Einzige, was gut ist an dem Teil, ist die Hose. Ist die Hose? Das könnte man gut irgendwie an Weihnachten, wenn Oma kommt, tragen, finde ich. Lederhose? Zum Geburtstag der Oma. Hallo Oma. Was gibst du für das Gesamtoutfit, Kathi? 2 Schleifen. 2 Schleifen. Ich gebe, weil ich die Hose gut finde, gibt es von mir auf jeden Fall 2 Pluspunkte, aber der Rest, ich gebe auch 2 Miezen. Also Lederhosen, das geht bei meinen Jungs immer. Das Hemd sieht aus wie ein Kettenhemd. Das jetzt hier war aus einem Manga, diese Schleife. So mangaartig. Interessant, was meine Jungs so interessiert. Von den Jungs gibt es deshalb 3 Hähne. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie von so einer Rich Lady, die irgendwo wohnt und. Ja, aber es ist also schon ein geiler Raum auch. Ich der mag Raum, die Kulisse. Die Kulisse ist super cool, aber. Also mich lädt das persönlich gar nicht zum Kauf ein. Ich finde das null mein Stil. Der Ausschnitt ist halt mega tief. Das sieht bei ihr gar nicht so schlimm aus. Ja, also ich finde den Rock, das ist dieses Paillettending, was du meintest, dieses, dass man so rauf, runter gehen kann. Ich finde das echt ganz geil. Ich finde, in echt sieht der Rock halt ganz anders aus als auf dem Foto. Auf jeden Fall. Streichel den Rock, Kathi. Streichel. Man kann hier bestimmt auch was reinmalen. Das Lustige ist, diese Teile hier sind alle matt. Guck mal, wenn du so richtig ist im Licht, dann verfärbt sich das auch so. Mhm. Aber es ist halt schon sehr extravagant, ne? Super so spezial. Sehr spezial, ja. Also ich persönlich finde die Werbung cool, aber ich stimme Kathi zu. Also kaufen würde ich es mir jetzt auch nicht. Deswegen, wie viel geben wir? Wir geben 2 Werbepunkte. Also es kommt halt darauf an, was du vorhast. Je nachdem ist dieses Oberteil vielleicht sogar genau richtig. Also der Stoff ist ziemlich cool. Der und auch cool. Hinten am Rücken sieht es eigentlich ganz cool aus, die Bänder. Ja, ja, es ist hübsch. Rücken. Ehrlich gesagt würde mir nie einfallen, diese Farben zu kombinieren. Stimmt, du hast recht. Alles, was so pink-rot ist, da sollte man nicht kombinieren, finde ich. Aber es geht. Also gehen tut's. Gut, deswegen, wir geben ja getrennte Punkte. Was sagst du? Also halt super festlich. Mhm. Glitzer und so. Also oder für eine Party, wenn man drauf steht. Ich vergebe aber trotzdem 2 Schleifen, weil es nicht meins ist. War das bequem? Also ja, war okay, doch. Man merkt die Paletten nicht, das wäre schrecklich. Also ich habe es jetzt ja nicht getragen, aber wie gesagt, dieser tiefe Ausschnitt, das ist nichts für mich. Ich finde auch die Kombi ganz geil. Also die Farbkombi, für diese Farbkombi, weil ich die so cool finde. Ja, sorry, ein bisschen abgedreht, aber so bin ich. Gebe ich 3 Miezen. Ich bin wild drauf heute. Ja. Also die Jungs finden anscheinend die Farbe ganz cool. Also die Farbe finde ich an sich cool. Auch cool. Ich bin ja, ich mag matt sehr gerne und diese Farbe auch. Und einer findet dieses Colorblocking nämlich auch gut. Ich bin nicht die Einzige. Wenn ihr das auch gut findet, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Outfit haltet. Kathi versus Hannah. Also die Jungs geben 4 Hähne. Ich mache jetzt mal vor. 2 Schritte in die Richtung.
Aber also die nächste Werbung fand ich richtig geil. Ich finde sie auch cool. Also sieht sehr nach Blogger aus und ganz easy. Vor allen Dingen, das nachzumachen. Ey, richtig schwer. Ja, wie lange ich gebraucht habe. Und ich habe alle möglichen Bilder gemacht, aber nicht das, was das Model gemacht hat. Die Werbung an sich ist ziemlich cool und ich finde, das Outfit passt auch sehr gut zusammen, weil das irgendwie schick ist. Ja. Aber dann diese Bomberjacke macht das wieder die. Ein bisschen legerer. Genau. Und es ist auch in der Realität mega cool, finde ich. Ich glaube, ich werde den Rock behalten, weil ich finde den mega. Ich bin der Meinung, dass das Model nichts drunter hat. Okay. Für die Werbung geben wir 4 Werbepunkte. Also das Einzige ist halt bei dem Top, ne? Es ist halt wirklich mega transparent. Man sieht halt alles. Ja, wobei, jetzt wo ich es mir gerade so angucke, ich finde, das sieht nämlich auf dem Bild aus, als wäre es ein Kleid komplettes. Ich war ein bisschen verwirrt, dass es 2 Teile sind. Es kann cool aussehen, weißt du, wenn du was Schwarzes drunter ziehst, ein schwarzes Bandeau oder so. Ja. Das fühlt sich sogar sehr weich an. Nicht so eine komische Spitze irgendwie. Ja, dafür ist es gedacht, ganz bestimmt. Also diese Jacke hier finde ich, also diese Bomberjacke. Die ist wirklich schön. Wird es genauso tragen. Echt schön. Ich finde das Outfit perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich, ohne Witz. Mhm. Die Schuhe, ich habe nicht exakt die gleichen Schuhe gekriegt, Leute, weil es war die Hölle los bei H&M und es gab leider nicht mehr alles. Hier sind die Schuhe. Ich meine, sie sind noch ein bisschen Domina-mäßiger mit dem Reißverschluss hier vorne. Ja. Also wir müssen jetzt, du gibst deine Schleifen und ich gebe Timmy zu. Mhm. Ich bin mir selbst nicht ganz sicher, wie ich das finde, ob es 4 oder 5 Schleifen sind. Also ich sage eindeutig, es sind 5 Miezen. Ich finde, dieses Outfit, so wie es zusammengestellt ist, perfekt. Okay, ich gebe 4 Punkte, weil das Model nichts drunter hat. Bam. Die Jungs geben 5 Punkte, weil das Model nichts drunter. Die Hähne finden das Outfit echt ganz okay, ja. Aber halt auch nicht so doll wie wir irgendwie. Naja. Gerne mal keinen Geschmack, was wir machen. Es gibt 3 Hähne. Wieder du getragen. Wie findest du die Werbung? Die Werbung finde ich ziemlich schön. Also man sieht, dass es super sparkly ist und auch wieder edel. Bling, 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 es ist bling. Voll, sie ist so selbstbewusst. Sie so, ja, finde ich auch, finde ich gut. Ich will immer keine 5 Punkte vergeben, wenn sie nicht verdient sind. Nee. Aber wann sind sie verdient? Wann sind sie verdient? Was ist denn das Ultimum? Das ist hier die Frage. Wir sind jetzt total crazy. Wir sind heute mal total crazy. Und wir geben 5 Punkte für die Werbung. Bam. Jetzt muss ich sagen, als ich das Kleid dann an der Stange gesehen habe, dachte ich so, düdüm. Und dann dachte ich so, als Kathi das anhatte, dachte ich echt so, wow. Also gerade zu blonden Haaren passt das auch mega gut. Und ich finde, dass es echt cool aussah an dir, also richtig schön. Also ich fand es auch sehr, sehr schön. Es war sehr bequem. Es ist auch super stretchy. Es ist vor allem auch extrem weiblich, obwohl es nicht zu viel zeigt. So ein bisschen von der Taille zeigt, aber es ist nicht so, dass hier der halbe Bauch rausguckt. Oben auch nicht viel Ausschnitt, langärmlich. Also im Winter würde ich sowas nicht unbedingt anziehen, aber ansonsten. Also was würdest du dann für das Kleid geben? So? Ich würde dem Ganzen tatsächlich 5 Punkte geben, glaube ich. Woo! 5 Schleifen von mir. Das ist ja sensationell. Also ich finde es nicht ganz so perfekt wie das vorherige Outfit und deswegen gebe ich sehr, sehr gut gemeinte 4 Mezen. Weil es ist schon, nett. Also die Jungs finden es eigentlich auch ein Hingucker. Ich meine, es glitzert. Es ist eigentlich super, um aufzufallen. Das auf jeden Fall. 5! Das ist der Gewinner des heutigen Tages. Oh. Tada! 5 Hähne! 5 Hähne! Tada! Tada! Es gibt 5 Hähne. Falls ihr schon die ganze Zeit fragt, warum ich so gut aussehe heute, dann liegt es daran, dass ich einen Beauty-Experten-Gast habe und die haben was richtig Beautifulles auf Kathis Kanal gemacht. Genau. Das verlinken das wir hier. Draufklicken. Und falls ihr es noch nicht getan habt, vorher noch mal kurz ein Abo dalassen. Genau. Kostenlos. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Bis gleich. Bussi. Baba.